Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr wunderschönen Menschen da draußen vor den Bildschirmen. Wir befinden uns in der Müllgrube von der Akademie von Winterfeste und sind auf der Suche nach Eisenstiefeln. Nein, wir suchen keine Eisenstiefel. Schon gar nicht, wenn die Füße noch dabei sind. Das ist ja ekelhaft. Wir sind auf der Suche nach dem Auguren von Dunlein, auch wenn wir leider noch nicht wissen, um wen oder was es sich handelt. Und hier gibt es direkt schon diverse Wege. Ich schleiche mal in diesem hier, obwohl noch kann ich ja ganz normal weitergehen. Tür. Schmiede. Hier gibt es eine Schmiede. Tatsache, es gibt eine Schmiede in der Akademie. Sehr interessant. Uah. Und hier geht's hoch. Nach wo? Nach Himmelsrand, außerhalb von der Akademie. Sehr interessant. Da gehe ich nachher mal raus. Ich würde gerne mal wissen, wo ich da rauskomme. Und warum zur Hölle braucht eine Magierakademie eine Schmiede? Na gut, ich schätze mal, um magische Waffen herzustellen, oder? Oh, und hier ist noch eine Tür. Schlüssel erforderlich. Habe ich den Schlüssel? Nee. Sehr interessant. Bin immer noch da. Ja, sehr gut, Lydia. Ich hoffe, du bleibst auch noch ein bisschen. Gehen wir erstmal wieder hoch. Gehen diesen Gang weiter. Was zur Hölle ist denn hier passiert? Es glüht ja noch. Wow. Was ist da? Was bitte ist das denn Geiles? Hallo? Bist du der Augur von Dunlein? Ja, die haben ja gesagt, die Form, also das, was er jetzt ist. Deshalb weiß ich ja gar nicht, womit ich es hier zu tun bekomme. Wo geht's hier hin? Ins Nichts. Und hier oben geht es zu der Halle der Contenance. Gehen wir doch mal hier rein. Und gucken mal, was die Halle der Contenance ist. Da muss ja irgendwo dieser blaue Wabelzeug zu finden sein. Nebel, was auch immer. Ach, ich bin hier in den Schülerquartieren. Und da läuft ein nackter Schüler rum. Das ist aber nicht schön. Tatsache. Ich bin in den Schülerquartieren. Ach, nehme ich auch mal ein bisschen waschen hier. Sehr gut. The Tome contains Drifts. Ach so, ja, das ist, weil diese... Oh, super. Von denen kann ich was lernen. Dass hier jetzt wieder ein paar Sachen auf Englisch sind, liegt leider... Steckt mich bloß nicht an. Ich bin krank? Die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Himmelsrand verbinden. Gibt's irgendwelche Akademieangelegenheiten, bei denen ich noch helfen könnte? Ich brauche noch ein paar Materialien. Könntet ihr mir dabei helfen? Klar. Was genau braucht ihr denn? Mein Vorrat an großen Seelensteinen geht zur Neige. Bringt mir noch 7 davon, wenn irgend möglich. Ja, alles klar. Könntet ihr mich noch in Verzauberung unterrichten? Hier seid ihr an der richtigen Stelle. Ich werde euch gerne unterrichten. Perfekt. Lernen wir doch direkt noch ein bisschen. Ach, schade, ich kann auf dieser Stufe nichts mehr lernen. Ach, Mist. Sehr ärgerlich. Na gut. Dann suche ich dem mal Seelensteine. Bin immer noch hier da. Kann ich... Oh, super. Hier kann ich bestimmt wieder was lernen. Ach so, ich habe den Satz noch nicht vollendet, richtig? Bin also, dass da. Hier wieder einige Sachen auf Englisch sind... Krasse Trophäensammlung. Liegt einzig und allein daran, dass diese Akademie von Winterfeste hier, das ist, die ist ein ganzes Stück größer als die eigentliche Akademie von Winterfeste und auch schöner eingerichtet und so, sieht man hier auch in den Quartieren. Und die gibt es leider nicht auf Deutsch, sonst hätte ich sie auch auf Deutsch installiert. Die hat noch niemand übersetzt. Vielleicht mache ich das selber mal irgendwann, aber ich habe gerade leider absolut keine Zeit dazu.
Aber ich lerne trotzdem einfach gerade mal die Sachen, die es hier zu lernen gibt. Ich finde, das ist nicht verwerflich. Da ich jetzt... Ja, lernen wir noch ein bisschen was aus Büchern. Finde ich auch immer gut. Beschwörung verbessert, Beschwörung verbessert. Hier können wir bestimmt auch noch was von lernen. Super. Wunderbar. Ich glaube, das war's hier. Dann, würde ich sagen, gehen wir wieder in den Keller runter. Was heißt Keller? In die Müllgrube. Auch wenn ich noch nicht wirklich viel Müll da unten gesehen habe. Außer einen Haufen noch glühender Asche und irgendeinem blauen Nebel. Na gut. Schauen wir mal, was es hier sonst noch so gibt. Hm? Ich bin direkt hinter euch. Gut zu wissen, Lydia, aber das brauchst du nicht jedes Mal zu sagen, bitte. Dann schauen wir mal, wo die anderen Gänge noch hinführen. Da waren ja noch genug. Ich gehe erstmal hier lang. Oh, das klingt nach Falmer. Nee, da möchte ich bitte nicht runterspringen. Ich nehme außerdem erstmal wieder meinen Baum. Habe ich mein Schild nicht mehr in der Hand? Mein Bogen in die Hand, aber trotzdem. Und schleiche mal eine Runde. Wenn ich schon Falmer höre, dann... Ach, das sah eben aus wie eine Leiter. Das ist ein Stuhl. Na, von der Folterkammer. Sehr lecker. Lydia, da ist sie. Und trägt sogar wieder eine Fackel für mich. Das finde ich super. So, irgendwelche... Ah, Eisgeist, Eisgeist. Weg mit dir, Eisgeist. Badum. Eisgeist-Zähne und Eisgeist-Essenz nehme ich immer gerne mit. So, stecken wir erstmal wieder weg. Was ist hier? Salz. Totenschädel, nee, der kann da liegen bleiben. Noch mehr Salz. Interessante Lampe, oder ist das ein Seelenstein? Nee. Einfach nur eine Lampe. Warum liegt denn hier überall Salz rum? Was ist denn hier los? Alter Schwede, was haben wir denn hier? Hier lag noch ein Buch. Ha, wunderbar. Beschwörung noch verbessert. Hier liegen noch Feuersalze und Rubin. Sehr interessant. Die Atronarchenschmiede. Lieber Neffe, es tut mir leid, dass ich euch nicht persönlich sehen kann, bevor ihr aufbrecht. Die Reise von Satrid Mora ist zu dieser Jahreszeit trügerisch, sonst hätte ich euch besucht, als ich die Neuigkeiten hörte. Die Nord haben eine gute Akademie in Winterfeste und ich bin sicher, dass ihr euch dort auszeichnen werdet. Vielleicht wisst ihr, dass auch ich sie besucht habe. Zu meiner Zeit war ich ein recht guter Schüler der Beschwörung. Ich schicke euch meine Unterlagen zu etwas, was die Atronarchenschmiede genannt wird, ein kleines Projekt, das ich in Winterfeste verfolgt habe. Erwähnt nichts der Fakultät gegenüber, sondern fragt eure Mitschüler nach einem Ort namens Müllgrube. Ja, da bin ich doch gerade. Oder ist das da vorne etwa die Schmiede? Dort findet ihr die Schmiede. Einige meiner Notizen sind leider fort auf meinen reisenden Himmelsrand und verstreut und verloren gegangen. Vielleicht findet ihr bei euren eigenen Abenteuern noch einige davon wieder. Die Atronarchenschmiede bietet wenige Hinweise darüber, wer sie erbaut hat und noch weniger darüber, wie man ihr volles Potenzial erschließt. Nur durch planloses Experimentieren und ein paar angesenkte Augenbrauen habe ich ihre Funktion verstehen können. Die Schmiede besteht vor allem aus einem großen Podium von fast primitiver Machart, aber verziert mit der traditionellen dädrischen Oblivion-Rune. Sie weist einen Opferstock sowie einen hervorspringenden Hebel auf. Zudem ist ein großer Aufbau zu sehen, der offenbar ein großes rundes Objekt aufnehmen soll. Ich habe jedoch nicht feststellen können, worum es sich bei diesem fehlenden Objekt handeln oder wie es sich auf die Wirksamkeit der Schmiede auswirken könnte. Die Schmiede wird aktiviert, indem man bestimmte Gegenstände in den Opferstock steckt und dann den Hebel betätigt. Die Schmiede verbraucht die Gegenstände und beschwört dann etwas auf das Podium. Beschwört etwas? Die Beschwörung lässt sich zuverlässig vorhersagen, wenn die richtigen Gegenstände in den Opferstock gesteckt werden. Aber viele Kombinationen zeigen entweder keine Wirkung oder führen zu katastrophalen Reaktionen. Einmal habe ich eine wilde Ziege beschworen. Nun, zumindest den größten Teil der Ziege. Lecker. Planloses Herumexperimentieren mit der Schmiede ist gefährlich. Auf den folgenden Seiten habe ich die Rezepte aufgeführt, die ich entdeckt habe. Mit dem einfachsten, aber vielleicht auch dem gefährlichsten verlässlichen Rezept könnt ihr einen Atronarchen beschwören. Die beschworenen Krieger greifen allerdings das erste Objekt an, das sie sehen. Macht euch bereit für einen Kampf, wenn ihr Grund habt, diese Rezepte zu verwenden. Boah, okay. Feueratronarch, Feuersalze und Rubin lag da doch gerade auf dem Tisch, oder nicht?
Eisatronarch, Frostsalze und Saphir, Sturmatronarch, Salz der Leere und Amethyst. Interessant, das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Und du bist dann vermutlich die Schmiede, oder was? Ja, da ist das Symbol. Soll ich das jetzt ausprobieren oder mache ich das lieber nicht? Da fehlt ein notwendiger Gegenstand, ja. Hm. Ach komm, man lebt nur einmal. Ich probiere das jetzt aus. Wie war das? Feuersalze und Rubin? Das ist einfach, wenn man ganz normales Salz da reinlegt. Habe ich überhaupt noch? Ja, da. Salz der Leere. Nee, ich probiere das mit dem Feuersalz mal aus. Zack. Nein, nicht 9. Bitte nur 1. Wo haben wir noch Edelsteine? Wo finde ich denn die Edelsteine eigentlich? Hier? Nee, da? Da wahrscheinlich. Ah, hier sind Edelsteine. Amethyst, Diamant. Was passiert denn, wenn ich Feuersalze und einen makellosen Granatstein da reinlege? Und dann diesen Hebel betätige. Gar nichts. Doch, ist noch da. Ich muss noch mal ganz kurz in dieses Buch gucken. Oh, stimmt. Apropos in dieses Buch gucken. Ich habe ja noch die Bücher von dem guten Bibliothekar bekommen. Die muss ich ja noch lesen. 2920 Herzfeuer, hier Band 9. Ha! Beschwörung verbessert. Super. Lerne ich doch direkt noch was. Das Baden-Journal muss ich nicht lesen. Nein. Brief an Bemra. Bemra, wenn ihr meine Tochter beschützt. Ach, das war der Atronarch, wollte ich gerade sagen. Der Agonia in dem Dungeon mit der Frau, die da vorgestanden haben. Die beiden Abenteurer. Wenn ihr meine Tochter beschützt, gewähre ich euch sowohl eure Freiheit als auch das verdammte Buch, das ihr so sehr haben wollt. Aber bei den Göttern, wenn ihr etwas geschieht, werde ich dafür sorgen, dass alle, mit denen ich Geschäfte mache, erfahren werden, was ihr in der Schwarzmarsch getan habt. Der wurde erpresst. Aha. Na, egal. Der ist sowieso tot. Die Hüter der Klinge. Die aktuellen Nachfahren des inneren Zirkels. Jorgen von Mortal, 8. Generation des Clans der Axtträger im Besitz des Heftes von Merunes Klinge. Ach so! Das sind die Leute von Merunes Klinge. Und Merunes Heft und Merunes alles. Ja, das muss ich ja nicht lesen. Ich weiß ja, wo die Orte sind, wo ich das Ding suchen soll. Außerdem muss ich da, glaube ich, doch nur noch einen Teil von finden, wenn ich mich richtig erinnere. Naja, gut. Das habe ich alles gelesen. Tochter des Nils, das war ein weiteres Buch. Perfekt. Veränderung verbessert. Uraks Notiz. Buch Brüder der Dunkelheit. Ort Schluckweierzirkel. Ach, ist wahrscheinlich ein Buch, was ich noch nicht gefunden habe. Oder das Buch, was ich ihm... Nee, das Buch habe ich ihm noch nicht gegeben. Daran könnte ich mich erinnern. Verzeichnis der Waffenverzauberung. Oh, super. Verzauberung verbessert. Sehr gut. Zauberbuch. 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 Schön. 3 neue Zauber gelernt. Herrlich. Immer wieder gut. Und das waren alle Bücher. Dann nehme ich das hier erstmal wieder mit und gehe hier, glaube ich, wieder hin, wenn ich was mehr über diesen Ort weiß. Ja, dann können wir erstmal weitergehen, würde ich sagen. Was haben wir hier noch? Was genau bist du? Altar aktivieren. Das Ritual muss nach Mitternacht gemacht werden. Und ich höre schon wieder Falmer. Oder was auch, oder vielleicht noch ein Eisgeist. Ich nehme erstmal wieder meinen Bogen in die Hand. Was bitte sollen denn die ganzen Kerzen hier? Das sieht ja fast gruselig aus. Aber auch irgendwie cool. Na, ist hier noch wer? Oder irgendwas? Sieht nicht danach aus. Ein Besteck liegt hier rum. Pilze, die nehme ich doch immer sehr gerne mit. Und Salze auch. Rote Bergblume. Ist das hier ein Altar oder was? Das ist eine Folterkammer. Und da sind Zeug rum. Ah. Und jetzt bin ich... Oh, und da ist der Falmer. Na komm doch her, Falmer. Drauger. Drauger? Drauger? Du hast unbekannte Munition eingelegt. Das sind Pfeile, bitte. Das war's schon.
Ja, danke Lydia. Ein Draugere war das. Ich dachte, das wäre ein Falmer. Der hat sich so angehört wie ein Falmer. Na gut. Ruheloser sogar. Nordpfeile nehme ich mal mit. Ich habe nämlich kaum noch Pfeile. Und den Zwergenpfeil nehme ich auch wieder mit. Hm. Was macht denn ein Draugere hier unten? Da geht's zu den Ruinen von Winterfels. Und hier geht's nach Tür. Hm. The Midden Dark. Die dunkle Müllgrube. Aha. Jetzt geht's in den dunklen Teil. Na. Da bin ich aber mal gespannt. Also so viel dunkler ist er jetzt. Okay, er ist dunkler. Oh, Eisgeist, wo? Da vorne. Hab mich noch nicht entdeckt. Da, Mist, jetzt schon. Getroffen? Wo bist du, Misty? Da. Weg mit dir. Sehr gut, Lydia. So langsam lernst du ja, mit den Stäben umzugehen. Das freut mich. Zauber hier überall wieder. Ich gehe erstmal nach da unten gucken. Oh Mist, das war blöd. Ich dachte, ich muss da nicht springen. Aber hier komme ich wieder hoch, oder? Sehr gut, dann kann ich auch trotzdem hier runter gehen gucken. Aber hier komme ich, glaube ich, nicht wieder hoch. Nee, dann bleibe ich erstmal lieber da oben. Nach da unten kann ich immer noch gehen. Lydia leuchtet mir den Weg. Boah, und hier ist wieder alles vereist. Wahnsinn. Ah, hier gibt's Treppen. Was liegt hier rum? Ein Skelett von irgendwas. Oh. Eure Beharrlichkeit wird euch nur zu eurer Enttäuschung führen. Bitte? Ihr beharrt noch immer darauf. Nun denn, tretet auf was? Ein. Wow, da ist das blaue Leuchten. In Ordnung. Hallo? Der Augur von Dunlein. Ich hab doch gesagt, das ist bestimmt der Augur von Dunlein. In Ordnung. Hallo, Augur von Dunlein. Ihr seid es also, oder? Ich bin der, den ihr gesucht habt. Ja. Eure Anstrengungen sind vergebens. Es hat bereits begonnen. Aber jene, die euch schickten, haben euch nicht gesagt, wonach sie suchen. Wonach ihr sucht. Hä? Und was suche ich? Ihr sucht, wonach all jene suchen, die über die Magie gebieten. Wissen. Aha. Ihr werdet Folgendes herausfinden. Wissen macht korrupt. Es zerstört. Es verschlingt. Ihr sucht Sinn, den Schutz im Wissen. Ihr werdet ihn nicht finden. Der Talmor suchte dasselbe und es wird sein Ende bedeuten, wie es bei so vielen der Fall war. Der Talmor? Welcher Talmor? Ihr meint doch nicht... Der, der auf den Namen Ankano hört. Hahaha. Er suchte Informationen über das Auge. Doch er wird etwas ganz anderes finden. Eure Wege werden sich kreuzen. Doch zunächst müsst ihr finden, was ihr benötigt. Irgendwie haben die Timer mit allem zu tun. Die Drachen mit dem Auge... Wobei ich es auch irgendwie sehr seltsam finde, dass dieser Augur genau die Form hat von dem Auge von wie heißt das, Magnus? Da oben? Was brauche ich denn jetzt? Ihr und diejenigen, die euch helfen, wollt mehr über das Auge von Magnus erfahren. Ihr wollt ein Unheil abwenden, dessen ihr euch noch nicht bewusst seid. Aha. Um durch das Auge von Magnus zu blicken und nicht zu erblinden, benötigt ihr seinen Stab. Die Ereignisse bewegen sich auf ihren unaufhaltsamen Mittelpunkt zu. Ihr dürft keine Zeit verlieren. Geht mit diesem Wissen zu eurem Erzmagier.
In Ordnung. Dann gehe ich mal wieder zu Savos. Das war ja seltsam. Das Leuchten ist immer noch hier drin. Wow. Gruselig hier. Na gut. Dann gehe ich mal zu Avos zurück. Was gibt's hier noch? Ja. Oh, ich trete hier schon Brustkörbe rum. Wo? Lydia? Da. Skelette. Sehr gut, Lydia. Vielen Dank. Warum stehen die denn hier auf? Naja gut, ich meine, bei so viel Magie, die hier rumschwebt, ist das kein Wunder, dass hier das ein oder andere Skelett aufsteht. Was gibt's hier noch? Krass. Was werden hier denn für Rituale abgehalten? Kleinen Finger aktivieren? Was ist hier denn los? Skelettwaffe, wo? Da. Danke, Lydia. Sehr gut gemacht. Ja, das wollte ich eigentlich schon viel früher machen. Eisenpfeile nehme ich mal mit. Was ist das für ein Schlüssel? Bericht zum Vorfall in der Müllgrube. Die vermissten Studenten wurden heute Morgen in der Müllgrube gefunden. Tot, wie erwartet. Keiner von uns machte sich zu diesem Zeitpunkt mehr die Mühe, einen Leben-Entdecken-Zauber für die Suche aufrechtzuerhalten. Die Leichen wurden zusammengefunden und jede wies die gleichen Deformitäten auf. Abgeblätterte und blasige Haut an den Armen und im Gesicht. Beschwörerbrand, wie es in der Akademie gemeinhin genannt wird. Es bestehen kaum Zweifel, dass sie sich an einem Beschwörungsritual versucht haben, das ihre Fähigkeiten weit übersteigt. Das Relikt in ihrer Nähe räumte jeglichen Zweifel an diesen Theorien aus. Ich gebe zu, dass ich noch nie so etwas gesehen habe. Eine große, segmentierte Skulptur eines Panzerhandschuhs, dessen Handfläche das dädrische Oblivion-Zeichen aufwies. Jeder Versuch, ihn zu bewegen, war vergeblich. Ich muss ihn Erzmagier Sedot bei seinem bevorstehenden Besuch zeigen, vielleicht weiß er mehr. Wir konnten das Relikt zwar nicht bewegen, aber es gelang mir, 4 Ringe davon zu entfernen. Ich bin sicher, es gibt eine Verbindung zwischen ihnen und dem Ritual, das die Studenten durchzuführen versuchten. Ich werde sie im Arkaneum verwahren, bis wir einen Beschwörungsmeister befragen können, um mehr darüber zu erfahren. Interessant, auch das nehme ich mal mit. Schlüssel des Ermittlers. Aha. Ja, wenn ich die 4 Ringe finde im Arkaneum, kann ich dieses Ding vielleicht benutzen. Ich kann die verschiedenen Finger aktivieren. Wow. Das hört sich an, als wäre ich immer noch barfuß. Habe ich vergessen, meine Schuhe anzuziehen? Tatsache, ich habe vergessen, meine Schuhe anzuziehen. Ha, ja, das hört sich doch schon sehr viel besser an. Es ist auch so viel wärmer an den Füßen. Knochenmehl. Eisgeistzähne. Feuersalze. Kriechranke? Noch eine Kriechranke. Ja, gerne. Kaniswurzel, die nehme ich auch noch mit. Und was ist hier unten noch? Eine tote Ziege. Sehr beruhigend. Holzfäller-Axt, lecker. Ah, Lydia, schubst mich doch nicht. Weizen, Knoblauch. Ziegenbein, nee, das lassen wir mal gut da. Boah, ist das riesig hier unten, Leute. Uah, Spinnen, hä? Eklig. Ja, ich wusste es, Spinnen. Verdammte Scheiße. Frostbiss-Spinnen. Mist, nicht getroffen. Das erste Mal. Weg mit dir! Ah. Frostbissgift nehmen. Und noch mehr Frostbissgift nehmen. Was haben wir hier noch alles? Nichts mehr. Verdammte Axt, ist das groß hier unten, Leute. Das hätte ich ja, damit habe ich gar nicht gerechnet.
Holzer mitnehmen. Heugabel. Nein, vielen Dank. Ich möchte keine Heugabel mitnehmen. Ach, jetzt bin ich hier unten. Wo ich vorhin drüber hergegangen bin. Da geht's wieder nach Himmelsrand. Ja, dann würde ich doch vorschlagen, gehen wir hier wieder raus und suchen als nächstes unseren Erzmagier auf. Lydia, vielen Dank für die Hilfe. Euch vielen Dank fürs Zugucken und Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal irgendwo, ich weiß ja noch nicht, wo ich rauskomme, in der Umgebung der Akademie zu Winterfeste wieder. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Kanal gerne weiter. Da unten ist Platz für Kommentare. Da unten gibt es auch alle möglichen Links zu günstigen Games, zu der Playlist von dem Spiel, zu meinen anderen Playlists und so weiter. Guckt mal rein, würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis nächstes Mal, ihr Lieben. Tschüssi.